Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Ja, und schon wieder haben wir hier eine Map. Und zwar von jemand, der die Map jetzt ganz frisch beim LS22 angefangen hat zu mappen. Das heißt, es können noch Fehler drin sein. Es ist die Version 1.0. Die Map hat knapp 300 MB Größe. Und ist eigentlich ziemlich gut geworden. Für das, dass derjenige das zum ersten Mal macht, muss man echt sagen, nicht schlecht. So sieht sie aus. Hat ein paar nette Gimmicks drin. Ja, finde ich soweit in Ordnung, passt soweit alles. Wir gucken mal, was wir hier so alles Schönes haben. Wir haben hier einen Landhandel, wir haben hier einen Viehmarkt, wir haben hier einen Großhandel, eine Getreidemühle steckt hier, Onlinehandel steckt hier als Abladestelle, eine Tankstelle, eine Pizzeria als Verkaufspunkt, Biomasseheizkraftwerk, eine Schreinerei, Molkerei, eine Ölmühle und eine Müslifabrik. Hier drüben haben wir dann noch einen Hof mit dem Schweinestall groß. Ein Silo, ein Schweinestall groß nochmal, ein Flüssigdüngertank und darunter steckt, glaube ich, nochmal ein anderer Tank. Hier drüben Zuckerfabrik haben wir hier. Hier haben wir noch ein paar Gewächshäuser, ein Wassertank hier, also sehr viele Gewächshäuser hier. Gewächshauspack hier sozusagen. Dann haben wir hier noch ein Heulager, nochmal ein Silo. Hier haben wir noch den Kuhstall mit Fütterungsroboter. Wir haben hier das Farmhaus, sprich hier ist der Hof. Hier Pizzeria haben wir ja schon gezeigt, die Tankstelle auch. Hier unten haben wir dann noch das Restaurant, einen Hühnerstall, einen Pferdestall, einen Schafstall, einen Wassertank. Hier eine Spinnerei, hier eine Traubenverarbeitungsanlage, Schneiderei, Gesteinbrecher und noch der Hanne eine Spinnerei, Sägewerk und Agrar. Hier unten steckt dann noch die Biogasanlage und ich glaube, das sind bei war hier noch, genau. Ich glaube, das war es aber dann jetzt. Genau, Bäckerei noch hier. Ja, das ist schon mal das. Verträge haben wir auf der Karte auch. Es fahren auch Autos rum auf der Karte. Soweit. Was haben wir noch Schönes? Mal gucken wir mal kurz in den Fuhrpark rein. Und zwar hier, na, wir haben Großtraktoren, zwei Stück, wir haben einen Mähdrescher, wir haben einen Anhänger, ein Schneidewerk für den Drescher, ein Grubber, eine Scheibenegge, eine Saatmaschine hier, nochmal eine Saatmaschine fürs andere, eine Walze, Güllefässer, ein Güllefass, Tierhaltung, ein Wasserfass, allerdings fällt hier noch der Anschluss für die, an die Traktoren praktisch. Mir fällt bloß gerade das Wort dafür nicht ein. Schiebschilder haben wir auch eins dabei und auch für den Winter haben wir auch ein Schiebeschild dabei. So. Er schreibt im Singleplayer, auf leicht funktioniert sie. Das hat er getestet. Multiplayer kann er nichts sagen, hat er nicht getestet. Und wenn er jemand Feedback hat, wie immer, Link zur Karte zum Download ist unten in der Videobeschreibung. Ihr braucht sonst keine andere Mods. Nur runterladen die Karte und fertig. So. Hier haben wir jetzt den Haupthof. Ihr seht schon hier, da unten ist nochmal ein Teil vom anderen Hof. Auch schön gemacht hier auf dem Hof. Und genau, hier laufen noch ein paar Rehe rum. Na, hier haben wir noch ein Durchfahrsilo verbaut. Hier sind die Fahrzeuge drin. Na. Unterstellmöglichkeiten hier drüben, hier auch noch. Hier haben wir dann die große Halle zum Unterstellen. Ja, da steht auch die großen Maschinen. Man muss allgemein sagen, die Karte hat sehr, sehr große Maschinen zum Start schon dabei. Die Felder sind auch nicht wirklich ganz kleine Felder. Also die sind schon ein bisschen größer. Ich würde schon mittlere oder große Fahrzeuge hier nehmen. Hier haben wir das Wohnhaus verpackt. Hier drin. Ja, hier nochmal ein anderes Haus. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal hier runter. Hier haben wir noch eine große Fläche, um dass ihr was hinstellen könnt. Hier noch. Hier kommen wir dann schon zum Schafhof. Beziehungsweise auch zu den Schweinen hier. Schafe sind hier verbaut. Hier sind die die Pferde verbaut. Genau so war es. Und hier haben wir noch die Hühner. Alle Standardgrößen. Hier haben wir 8 Pferde drin. Hier haben wir, es waren glaube ich,
Genau, 360 durch der große hier. Und hier drüben bei den Schafen haben wir einen, Moment, einen 65er Schal. Hier, genau. Gut, Wassertank hier. Hier die Straße. Hier oben, muss man schon das hier aufrufen, Moment kurz. Genau, hier oben haben wir dann noch ein paar Produktionen verbaut. Alles nacheinander hier, alles Mögliche. Na, also von dem her auch alles da am Start. Hier drüben noch ein paar Dekorationshäuser. Hier geht es dann auch weiter hier hinten ins Tal. Ich glaube, da die Biogaslage, die sieht auch anders aus. Ja? Das ist nicht Standard. Das ist wohl irgendwas anderes, wo er da gemacht hat. Vielleicht sogar selber gemacht hat. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und vor allem, es ist nicht so riesige Dinger. Ja? Hier noch ein Silo. Und hier auch nochmal ein Silo. Und ja. Gucken wir mal kurz rein. Kann man die... Ja, gut. Wir können 450.000 kostet die. Macht auch Sound. Genau. Schön. Gehen wir hier rüber. Hier noch eine kleine Wohnsiedlung. Ein paar Häuser. Hier ist die Bäckerei. Ich glaube, das ist die Bäckerei hier. Hier haben wir auch noch eine Verkaufsstelle. Hier auch. Hier haben wir noch eine Halle. Da fällt mir gerade ein, ich habe euch gar nicht gezeigt, wie viel die Felder kosten. Wir gucken mal kurz rein. Ja, ihr seht hier die Felder. Unten die Preise sind nicht gerade günstig. Man braucht schon Geld hier. Ja. Und im Stadt gehört ich momentan auch gar nichts. Da kann man euch auch schon mal so sagen. Ja, also ihr braucht hier schon Kohle, dass ihr starten könnt hier. Wir gehen mal hier hinten rüber. Da haben wir dann schon das nächste hier. Die ganzen Gewächshäuser hier. Alles große Gewächshäuser. 6 Stück an der Zahl hier. Kleines bisschen Dekoration. Hier noch Wassertank. Und hier Wasseranhänger. Ohne Dolly, genau, das wollte ich sagen. Fiel mir vorher nicht mehr ein. So, ich habe noch ein bisschen. Ja. Ein paar Wiesen hier hinten noch. Und hier habt ihr dann auch noch eine Möglichkeit zu kaufen. Ein weiteres Land hier. Silos. Hier haben wir dann, das müsste eigentlich ein Schweinestall sein. Wir können mal gucken, es passen 200 rein damit. Aber ich würde sagen, man kennt's. Ja, brauche ich nicht auch viel erklären. Wir haben hier ihren Platz gefunden. Hier noch eine Mischplatte. Und hier haben wir dann nochmal einen Schweinestall. Und von dem her passt es dann auch. Ja, genau. Hier hinten kommt, glaube ich, nichts mehr. Da dürfte dann eigentlich die Map-Grenze irgendwo erreicht sein, genau. Und ja. So, auch ein Luftballon hier oben, also Heißluftballon. Hier drüben haben wir dann nochmal Platz für gegebenenfalls zum was platzieren. Das Fabriken oder ein Hof. Da können wir machen, was ihr wollt hier. Hier geht es auch noch ein bisschen den Berg hoch. Zu den anderen Feldern da oben. Da ist aber schon die Map-Grenze hier oben. Ja. Das ist jetzt hier, sind ein paar Container noch aufgestellt. Da ist dann Ende Gelände. Ja, was haben wir noch Schönes? Hier drüben. Nochmal eine
glaube ich, Verkaufsstelle. Ne. Der Tierhändler, Tierhaltung, genau. Könnt eure Tiere mit auffüllen. Und hier haben wir dann noch die eine Verkaufsstelle hier. Ne? Ja. Und hier weiter. Müssen wir also schon ein paar Wege zurücklegen hier. Also die Map ist mit Sicherheit auch für mehrere geeignet. Wenn der Multiplayer funktioniert, das weiß ich allerdings momentan nicht. Das weiß der Motor wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, hier haben wir dann die Mühle. Auch schön verpackt hier mit so ein paar alten Häuser. Hier noch ein ganz altes, zerfallenes Haus. Ja, hier auch ein bisschen Straßenstruktur, auch ein bisschen anders hier. Auch noch eine Abladefläche da hinten. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Die Tankstelle ist hier. Und hier drüben habt ihr, glaube ich, auch noch Platz, um was hinzustellen. Ah, woher halt schon, das ist ein Parkplatz hier, genau. Hier noch ein paar Reihenhäuser, Wohnblocks hier, wie auch immer. Hier drüben. Den Hof, wo wir vorher schon angeguckt haben. Ne? Und dann kann ich fast schon sagen, wir sind schon fast rum, eigentlich. So das Gröbste haben wir. Hier ist noch der andere Hof. Genau, hier haben wir noch den... Was haben wir denn hier? Genau, Kuhstall mit Fütterungsroboter. Ja. Da könnt ihr dann 80 Kühe reintun. Der ist dann hier verbaut. Hier oben. Mit dem Gülletank da drüben. Mischplatz hier. Hier drüben habt ihr dann noch eine Waage und ein Silo. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt überall rum hier. Genau. Ich denke, ich habe alles. Wenn nicht, dann sorry mal dafür. Aber, wenn ihr die Karte haben wollt, dann wie immer Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sie runterladen. Es gibt nur kleine Fehler hier. Ihr seht es hier. Und ja, ihr könnt auch mal bei mir in die Bildergalerie reingucken. Die ist auch unter dem Video noch verlinkt. Und da würde ich sagen, viel Spaß damit. Und bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Schönen Tag und bye bye.